Und dann war klar, dass nur ein Staatsdefizit von 3% höchstens stattfinden dürfe, um die 60% nicht zu übersteigen. Der Ökonom Beat Kappeler. Die 3%-Limite sei fundamental, sagt er. Wenn aber diese Staatsschulden mehr als 3% pro Jahr zunehmen, dann stapeln sie sich, werden nicht einfach durch das Wachstum abbezahlt. Die Zinslasten werden immer höher. Sie treiben das Defizit in die Höhe und das führt zu einer Schuldenspirale. Immer höhere Zinsen, immer höheres Defizit, immer höhere Schulden, immer höhere Zinsen. So geht das ganze Karussell weiter. Und die ganze Ritschuhe geht so weiter. Am 1. Januar 2002 scheint alles in bester Ordnung. Der Euro startet erfolgreich, der Stabilitätspakt steht. Erfreut posieren die Politiker mit den druckfrischen Euronoten. Und noch mehr freut sie ein anderer Effekt der Einheitswährung. Nachdem der Euro eingeführt war, sind die Zinsen für die Schuldner wirklich in wenigen Monaten auf die Hälfte oder ein Drittel gesunken. Sowohl für die Häuschenschuldner, also die Häuschenbauer, als auch für die Staaten. Das ergab natürlich Kaufkraft. Es folgte der riesige Bauboom in Spanien, Irland und anderen Ländern. Das hat die Wirtschaft stark gestützt. Gerade Spanien hat ca. 20-25% vom Bruttoinlandsprodukt verbaut. Also etwa dreimal zu viel. Gleichzeitig ist die Weltwirtschaft ab 2002 wieder in Schwung gekommen. Es war eine einmalige glückliche Situation, welche die Leute in zu großer Sicherheit gewiegt hat. Diese Staaten hatten das Gefühl, wunderbar, durch den Euro-Beitritt haben wir plötzlich halbierte oder gedrittelte Zinsen für unsere Staatsschuld. Es kostet ja alles nichts mehr. Man kann also weitermachen. Das war die grundlegende Verführung. Es kostet ja alles nichts mehr, man kann also weitermachen. Das ist die grundlegende Verführung. Und so beginnt bereits 22 Tage nach dem Start die Disziplinlosigkeit. Deutschland hat inzwischen eine andere Regierung und einen neuen Finanzminister. Er heißt Hans Eichel. Und Eichel könnte dann, Deutschland werde den Stabilitätspakt wohl nicht einhalten. Im nächsten Jahr. Wiederum kündet Hans Eichel an, er wolle mehr Schulden machen und werde die 3%-Limite nicht einhalten. Laut Stabilitätspakt müsste Deutschland jetzt Strafe zahlen. Eichel schafft es, die Mehrheit der anderen Finanzminister auf seine Seite zu ziehen. Sie sistieren die Sanktionen, denn auch sie liebäugeln mit Mehrausgaben. Für den EU-Kommissar der erste Sündenfall. Das war kein Sieg für den Euro. Wenn der Stabilitätspakt nicht eingehalten wird, ist das kein Sieg. Ich denke, es ist klar, um auf Deutschland zu kommen, dass in dieser Lage, wo das Land Anstrengungen macht bis an die Grenze dessen, was die Bevölkerung noch ertragen kann, zusätzliche Einsparungen etwa im sozialen Bereich oder Steuererhöhungen in dieser ökonomisch noch so instabilen Lage oder aber das Vorziehen der Steuerreform doch nicht zu machen, keine vernünftige Politik gewesen wäre. Das hat auch die große Mehrheit der Finanzministerinnen und Finanzminister hier so gesehen. Das finde ich gut so. Das war grundfalsch. Anstatt eine solche Ermahnung der Kommission ernst zu nehmen und zu sagen, wir werden so schnell wie möglich auf den Pfad der Tugend wieder zurückkommen. Und wir werden im nächsten und übernächsten Jahr alles dran setzen, um wieder unter die 3% zu kommen. Hat man den Pakt aufgeweicht, neue Flexibilitäten eingeführt und hat im Grunde sich dem europäischen Recht verweigert. Karl-Heinz Grasser hat damals als österreichischer Finanzminister Eichels Vorstöße bekämpft. Eichel war natürlich in seiner
Zwangsrolle einer deutschen Koalition damals verhaftet, die natürlich nicht in Europa schlecht dastehen wollte, die nicht von Europa gemaßregelt werden wollte und hat daher leider Gottes den schwerwiegenden Fehler begangen, zu sagen, wir Deutschen, die ja mit der D-Mark die Leitwährung Europas hatten, wir sind die Ersten in Wirklichkeit, die den Stabilitäts- und Wachstumspakt aufgeweicht haben. Und das war schade, das war ein Sündenfall. Im Jahr 2004 verletzt Eichel zum dritten Mal den Stabilitätspakt. Auch Frankreich futtiert sich um die 3%-Limite. Als Ausweg schlagen sie den anderen vor, den Pakt einfach abzuändern. Ja, es war ja auch eigentlich der Pakt in seiner ursprünglichen Form und vor allem mehr eigentlich in seiner Anwendung. Auch ökonomisch ziemlich unsinnig. Denn die Linie war damals, zum Beispiel müssten sie ein Jahr, im Jahr nachdem das Defizit, übermäßige Defizit festgestellt war, wieder drunter sein. Das hieß, dass sie im Abschwung hinterher sparen mussten. Das ist eine völlig unsinnige Verhaltensweise. Das würde ich auch sagen, wenn ich an dieser Aufweichung beteiligt gewesen wäre. Politiker haben bei Schwierigkeiten meistens nur einen Wunsch. Später. Nur jetzt keine Härte, die man dem Wähler und der Lobby, die hinter einem stehen, erklären müsste. Lieber später. Es war der Hauptfehler, dass man die grundlegende Bremse oder Sicherung in einer neuen Währung bereits 3 Jahre nach ihrer Einführung über Bord geworfen hat. Eine neue Währung 3 Jahre erst, nachdem sie eingetreten ist, bereits über Bord geworfen hat. Triumphierend reist schließlich der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder nach Brüssel. Ich finde, dass der luxemburgische Präsident Jean-Claude Juncker erstklassige Arbeit geleistet hat. Und wir werden ihn in allen Punkten unterstützen. Und wenn ich sage in allen, meine ich in allen. Auch bei der Dienstleistungsrichtlinie? Ratspräsident Juncker hat Eichels Aufweichungsideen zum größten Teil übernommen. Hast du gut gemacht, ja. Siehst du? Ich hab dir gar nicht zugetraut. Weigels Stabilitätspakt ist jetzt Makulatur. Der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann hat diese Wendung analysiert. Es hat sicher damit zu tun, dass die Schröder-Regierung... Es hat bestimmt damit zu tun, dass die Schröder-Regierung weniger an Europa glaubte als zuvor die Kohl-Regierung. Das sieht man auch bei den gegenwärtigen Regierungen. Es ist nicht mehr so emotional, was sie in Bezug auf Europa unternehmen. In diesem Sinne war der Bruch Kohl-Schröder eine große Veränderung. Sie erklärt, dass Deutschland relativ nonchalant der Meinung war, es könne den Stabilitätspakt verletzen. Es ist jene Zeit, in der die EU-Inspektoren in Athen sind. Es ist jene Zeit, in der sie entdecken, dass Griechenland massiv Zahlen fälschte und unter anderem Militärausgaben in Milliardenhöhe nicht deklarierte. Mit dem brisanten Ergebnis fliegen die Inspektoren zurück nach Brüssel. Wäre Weigels Stabilitätspakt nicht aufgeweicht, würde Griechenland jetzt massiv sanktioniert und müsste sofort mit dem Sparen beginnen. In Brüssel diskutieren die Finanzminister zwar über den Inspektionsbericht, doch der griechische Betrug bleibt folgenlos. Die Saat für die heutige Krise ist gelegt. Ich bin da gerade dann noch ein knappes Jahr dabei gewesen. Und ich weiß jedenfalls, ich kann mich sehr gut erinnern, wie die erste kritische Diskussion losging und dass wir von da an den griechischen Kollegen nicht mehr über den Weg getraut haben mit seinen Zahlen. Ich stimme ausdrücklich zu, man hätte dort durchaus härter vorgehen sollen. Sage ich auch noch selbstkritisch für das eine Jahr, knappe Jahr, das ich noch dabei war. Gleichzeitig war es so, dass Deutschland und Frankreich in dem Moment, als es ausgekommen ist, auch die Regeln verletzten. Und so war bei den beiden wichtigsten Ländern gar kein Interesse vorhanden, Griechenland an den Pranger zu stellen. Diese Stabilitätskultur ist geschadet worden. Na, und dann kommt Griechenland. Und dann war mein persönlicher Eindruck, dass natürlich auch Länder wie Deutschland und Frankreich, die zuvor gesagt haben, naja, wenn es um uns geht, wenn es um ein großes Land wie Deutschland geht, dann nehmen wir die Mechanismen, zu denen wir uns verpflichtet haben, nicht so besonders ernst.
und wir wollen ja nicht bestraft werden, dann tut man sich natürlich dann schwer, ein kleineres, ärmeres Land wie Griechenland dann etwas später deutlich zu bestrafen. Sie hat bewirkt, dass auch Griechenland sich sofort an die beiden Staaten geklammert hat und gesagt hat, für uns auch nicht. Das wurde dann übrigens auch bestätigt. Und die anderen Staaten auch. Man fand später, diesmal nicht. Dabei wären genau 2004, 5, 6, 7 extrem gute Jahre gewesen, in denen man hätte sparen können. Nachher, während der Finanzkrise, war das natürlich nicht mehr möglich. Aber damals hätte man sparen können. Man hat eine goldene Chance verpasst, um diese Staatsschulden in Ordnung zu bringen. Keine Sanktionen also. Und deshalb schlittert das Land 6 Jahre später in die Schuldenkrise. Denn es folgt der alte Schlendrian. Griechenland nimmt immer mehr neue Kredite auf, um damit die Zinsen der alten zu bezahlen. Das Staatsdefizit steigt und steigt. Griechenland hat sehr lange über seinen Verhältnissen gelebt. Die Ursachen sind, es gibt eigentlich zwei Ursachen. Auf der einen Seite, der Staat hat nie richtig gerechnet, hat nie richtig geschaut, was kann man ausgeben, wie viele Einnahmen gibt es, wie viele Ausgaben. Es wurden einfach immer Kredite aufgenommen, weil die Leute haben vom Staat verlangt, dass der Staat alles macht für die Bewohner Griechenlands. Selber haben sie aber nicht, selber keine Steuer zahlen wollen. Und der Staat selber hat nicht gerechnet, hat nicht geschaut, dass das Steuersystem überschaubar wird, hat nicht geschaut, dass es ein gutes Steuersystem ist, sondern hat Kredite aufgenommen im Ausland. Also man hat das Geld nicht bei den Leuten geholt, nicht bei den Griechen, sondern im Ausland. Ab Mai 2010 ist der Kreditweg versperrt. Und die Schulden haben astronomische Höhen erreicht. Die Prognose, Griechenland werde